Ja, wie ihr im Titel schon seht und wie beim letzten Mal, das letzte Mal hatten wir From the Vault Lore, diesmal wieder in From the Vault. From the Vault Transform. Ich muss das mal so leicht einknicken wegen dem Licht. Ja, auch das ist etwas älter. Das ist von... Oh Gott, das ist aber auch schon... Ja, das hat auf jeden Fall eine harte Wellung drin. Oh, wow. Das ist, wenn selbst die Box gerappt ist. Von 2017. Also geht das noch. Knapp 3 bis 4 Jahre alt. Ja, From the Vault Transform. Ich habe das Set mir nie angeguckt. Ich weiß, dass da ein Delver drin ist. Und den Rest werde ich jetzt mit euch herausfinden. Ich packe die Box mal hier so oben hin. Und ja, guck mir mal wieder erstmal dieses riesige... Na, wirst du wohl stehen bleiben? Box. Bitte, danke. Ja, Eddie auch. Diese riesigen Poster sind da jetzt auch wieder... Oh ja, da sind schon die Spoiler drin. Oh Gott, ich sehe ja, was da drin ist. Dann, ja, ist ein cooles Poster. So, dann gucken wir uns das Ding mal an. Wir haben hier wieder diese Plastikverpackung drin. Wieder ein Würfel. Den finde ich aber nicht annähernd so hübsch wie den Würfel von dem From the Vault Lore. Ich packe den mal da rein. Und dann fangen wir mal mit dem ersten Set hier an. Wir haben ganz oben eine Liliana Divian's Necromancer Planeswalker Black Sight. Transform, wie der Name schon sagt, sind alle Karten Transformers. Das bedeutet, ich werde Vorder- und Rückseite zeigen. Gott. Sekunde, hört man das? Was ist das denn? Oh Gott. Ja, die musste ich erstmal lösen. Wir haben eine Liliana Heretic Healer. 3 Mana 2-3 Lifelink. Immer wenn eine Nicht-Token-Kreatur, die ihr kontrolliert, stirbt, exilt die Liliana Heretic Katar und bringt sie unter das Feld transformiert wieder. Und ihr kriegt einen 2-2 Zombie. Transformiert ist es diese Karte hier, Liliana Deviants. Ach du Kacke, zieh in die. Da ist ein Fingerabdruck, da. Ach du Kacke. Ja. Das ist ja voll übel, wie die Fingerabdrücke ziehen. Hallo? So dreckig sind meine Finger nicht. Federseite auch? Nö, doch, so ein bisschen da unten schon. Wow, okay. Die muss man wirklich mit absoluter Vorsicht behandeln. Wow. Planeswalker plus 2. Jeder Spieler zieht eine Karte. Wieder wirft eine Karte ab. Minus X. Ihr bringt eine nicht legendäre Kreatur mit Mana-Kosten von X aus dem Friedhof zurück aufs Feld. Minus 8. Ihr kriegt ein Emblem. Immer wenn eine Kreatur stirbt, bringt es zu den nächsten Endsteps wieder unter eure Kontrolle ins Spiel. Das ist eine Liliana. Bruna the Fading Light. 7 Mana 5-7. Immer wenn man Bruna castet, könnt ihr einen Engel oder Human-Kreatur aus dem Friedhof zurück ins Spiel bringen. Flying Menace. Und wenn ich mich richtig erinnere, jawohl, das ist so eine untere Hälfte von der Karte. Ich weiß nicht, ob der andere Engel da auch drin ist. Es wäre eine super Schande, wenn es nicht so wäre. Ja, der Engel ist dann 9-10 und hat Flying, First Strike, Vigilance, Lifelink. Der Gegner kann keine Karten meiner Kosten gerade weniger spielen. Ja, die könnt ihr melden. Dann haben wir Chandra, Fire of Kaladesh. Oh, Kaladesh. 3 Mana 2-2. Immer wenn ihr einen roten Zauber spielt, enttappt ihr die. Und ihr könnt die tappen für einen Schaden an einer Kreatur, an einem Spieler. Und wenn Chandra mehr als 3 Damage oder mehr, 3 Damage oder mehr in einem Zug gemacht hat, exalt ihr sie und transformiert sie. Beim Transformieren wird sie Chandra Roaring Flame. 4 Marken. Plus 1, es fügt einem Spieler 2 Schaden zu. Minus 2, fügt einer Kreatur 2 Damage zu. Minus 7, sie fügt 6 Damage an jedem Gegner zu. Und jeder Gegner, der auf diese Weise einen Schaden bekommen hat, kriegt ein Emblem, das er zu der Beabkeep nochmal 3 Damage bekommt. Das ist eine ziemlich mächtige Ulti. So, dann haben wir Elbrus, The Binding Blade. Die Karte nutze ich sogar tatsächlich im Death and Texas manchmal. 7 Mana Ausrüstung. Die equippte Kreatur kriegt plus 1 bis 0. Und wenn die equippte Kreatur im Gegner Schaden zufügt, könnt ihr die transformieren. Für einmal zum Ausrüsten.
Transformiert habt ihr einen 13-13 fliegend Intimidate Trample. Immer wenn diese Kreatur, wenn ein Spieler das Spiel verliert, 13 plus 1 ist 1 Magen auf diese Kreatur. Das ist ein geiles Teil. Geiles Teil. Ja. Garuk Relentless. Der ist hübsch. 4 Mana, 3 Marken. Wenn der 2 oder weniger Loyalty-Counter auf sich hat, wird er transformiert. Für 0 fügt deine Kreatur 3 Schaden zu. Und diese Kreatur fügt ihm auch Schaden zu. Das heißt, dann flippt er meistens. Und für 0 kriegt ihr auch einen 2-2 Wolf. Garuk the Veilcursed ist halt ein grün-schwarzer Planeswalker mit ihr kreierten schwarzen Wolf-Token mit Death Touch. Ihr könnt eine Kreatur opfern. Wenn ihr das tut, könnt ihr euer Deck nach einer Kreaturenkarte durchsuchen, die ihr revealen, auf die Hand nehmen. Und minus 3 Kreaturen, die ihr kontrolliert, kriegen plus X und Trampel, wobei X die Anzahl an Kreaturen in dem Friedhof sind. Ja. Wie gesagt, ich vermute mal, dass ich da jetzt gleich auch so rappen darf. Das mit den Fingerabdrücken ist natürlich übel. Wirklich, wirklich übel. Ich weiß nicht, wie gut man das in der Kamera gesehen hat. Aber, das heißt, ich muss besonders vorsichtig damit umgehen. Heißt aber... So, wir haben als allererste Karte den Delver of Secrets. Wer auf meinem Channel unterwegs ist und den Delver of Secrets nicht kennt, hi, du bist wahrscheinlich neu. Der Delver of Secrets ist ein 1-Mana-1-1er, der zu Beginn des Upkeeps, könnt ihr die oberste Karte aus Decks angucken. Und wenn es eine Instant- oder Sorcery-Karte ist, könnt ihr sie vorzeigen und ihn umdrehen. Wenn ihr ihn umdreht, ist der 3-2 fliegend. Das ist theoretisch alles. Eine der mächtigsten Karten im Legacy. Geile Karte. Gisela the Broken Blade, da ist die andere Kreatur, sehr geil. 4 Mana, 4-3, Erstschlag, fliegend, Lifelink. Zu Beginn des Endsteps, wenn ihr sowohl die als auch die Gisela kontrolliert, könnt ihr die beide exilen und zusammengemeldet unter eure Kontrolle ins Spiel bringen. Zusammengemeldet ist das eben Brizella, Voice of Nightmares. So, dann haben wir Jace, Rin's Prodigy. Der Grund, warum dieses Ding so teuer ist. 2 Mana 0-2, tappen, ihr zieht eine Karte und werft danach eine Karte ab. Wenn ihr 5 oder mehr Karten in eurem Friedhof habt, könnt ihr den exilen und der kommt transformiert wieder unter eure Kontrolle ins Spiel. Dann habt ihr Jace Telepath Unbound. Plus 1, eine Kreatur kriegt minus 2, minus 0 bis zum Ende des Zuges. Minus 3, ihr könnt eine Instant oder Sorcery-Karte aus eurem Friedhof casten. Und die wird dann exiled, also hat die Karte praktisch Flashback. Minus 9, ihr kriegt ein Emblem, immer wenn ihr ein Spell castet, der den Gegner targetet. Ne, immer wenn ihr einen Spell castet, dann wird muss ein Gegner die obersten 5 Karten seines Decks weglegen. Sehr beliebt. Sehr beliebte Karte. Dann Kythos, Hero of Akros. 1 Mana, 2-1. Zum Ende der Combat Step, wenn ihr mit ihm und mindestens 2 weiteren Kreaturen angegriffen habt, könnt ihr den Exile und eure Kontrolle ins Spiel zurückbringen. Für 3 Mana könnt ihr alle Kreaturen... Ne, nur der kriegt das Sterbekap, wenn es so gut ist. Und wenn ihr geflippt habt, wird aus Kythos Gideon Battleforged. 3 Marken Planeswalker plus 2. Eine Kreatur, die euer Gegner kontrolliert, greift ihn nächste Runde an. Plus 1. Bis zum nächsten Zug kriegt eine Kreatur Unzerstörbarkeit und die Kreatur wird enttappt. 0. Bis zum Ende eures Zuges wird Gideon eine 4-4 Soldier Kreatur mit Unzerstörbarkeit. Wow. Und eine Karte, die ich sehr gehypt finde, weil ich sie sehr gut finde. Nissa Vastwood Seer. 3 Mana 2-2. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, könnt ihr euer Deck nach einem Forest durchsuchen und den getappt ins Spiel bringen. Basic Forest. Und immer wenn Land eurer Kontrolle ins Spiel kommt, wenn ihr 7 oder mehr Länder habt, könnt ihr die flippen. Wenn ihr flippt, habt ihr Nissa Sage Animist. Für 3 Planeswalker-Marken hat die. Plus 1, ihr deckt die oberste Karte eures Decks auf. Wenn es ein Land ist, bringt es ins Spiel. Ansonsten nehmt ihr die Karte auf die Hand. Das ist praktisch ein Card Draw, sehr geil. Minus 2, ihr kriegt einen legendären 4-4 Elemental-Token namens Ayashira the Awakened World. Und minus 7, enttappt ihr 6 Länder und sie werden zu 6-6 elementaren Creatures. Und der ist der Lands. Das bedeutet, die enden auch nicht bis zum Ende des Zuges. Also nicht am Ende des Zuges endet dieser Effekt, sondern das geht weiter. So, ich schieb die jetzt mal alle hier runter. Und gehe mal in das letzte Pack mit, ich sehe schon, eine meiner Lieblingskarten vorne drauf. Wenn ich sie anständig rauskriege.
wird halt eher das Problem jetzt gerade sein. Na, komm. Ja, die sind ein bisschen schwieriger daraus zu bekommen, ohne sie anzutatschen, damit ich keine Fingerdatschen da drauf habe. Alter. Was ist denn damit? Es sind halt auf beiden Seiten so dieses Foil halt. Dieses From the World Foil. Ah, jetzt ist da ein Fingerdatschen drauf. Naja, wir haben den Hans Master of the Falls. Sehr geile Karte. Für 4 Mana 2-2, rot-grün, mit einem Wolf drauf, Human Werewolf. I love that card. Ich habe die Werwölfe geliebt in Innistrad. Und wenn ihr ins Spielfeld kommt oder transformiert, also in den Hunter transformiert, bekommt ihr einen 2-2 grünen Wolf mit und kriegt 2 Leben. Und wenn zu Beginn des jedem Upkeep, wenn im letzten Zug kein Zauber gecastet wurde, transformiert er. Das heißt, wenn ihr kein Zauber spielt, transformiert er in der Upkeep vom Gegner. Dann habt ihr einen Ravager of the Falls. 4-4 Trampel und er fügt 2 Damage auf einem Gegner und bis zu 2 Damage auf eine Kreatur, die dieser Spieler kontrolliert, wenn er denn eine hat, zu. Wenn dann 2 Zauber gewirkt wurden in einer Runde, also Snapcaster Brainstorm oder so ähnliches, dreht er sich wieder zurück. Und da habt ihr wieder diesen Effekt. Richtig geiles Teil. Richtig geiles Teil. Wird auch viel zu wenig mittlerweile gespielt. Dann haben wir Archangel Avacyn. 5 Mana, 4-4 Flash, fliegend Wachsamkeit. Und wenn ihr ins Spielfeld kommt, kriegen Kreaturen, die ihr kontrolliert, Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Und wenn eine Nicht-Engel-Kreatur stirbt, könnt ihr den transformieren zu Beginn der nächsten Upkeep. Transformiert habt ihr einen Avacyn the Purifier. 6-5 fliegend. Immer wenn die Kreatur transformiert in den Engel, fügt ihr jedem Gegner und jeder Kreatur 3 Damage zu. Wow. Archangel Avacyn. Dann haben wir Arguel's the Blood Vest. 2 Mana, legendäre Verzauberung. Für 2 Mana und 2 Leben zieht ihr eine Karte. Zu Beginn des Upkeeps, wenn ihr 5 oder weniger Leben habt, transformiert ihr die. Das ist so der Buhmann in diesem Set. Man hätte hier auch wirklich eine coole Sache machen können, irgendwie Search for Xanta oder so nehmen können, aber nein, wir haben Arguel's Blood Vest. Wenn wir die geflippt haben, ist das Temple of Akluz. Tappen für ein schwarzes, legendäres Land. Oder tappen, opfert eine Kreatur, ihr kriegt Leben in Höhe der Verteidigungsstärke der Kreatur. Nein. Dann haben wir Alrin Court. So viele Werwölfe. So toll. 4 Mana, 3 Marken Planeswalker, plus 1 bis zum nächsten Zuges kriegt eine Kreatur plus 2 in Wachsamkeit und Eile bis zum Ende bis zum nächsten Turn. Für 0 kreiert ihr einen Wolf und transformiert die und dann geht die erstmal in Werwolf-Mode. In Ireland Embraced by the Moon. Legendärer Planeswalker, plus 1, Kreaturen, die ihr kontrolliert, kriegen plus 1 bis zum Ende des und Trampel bis zum Ende des Zuges. Minus 1, ihr fügt einer Kreatur am Spieler 3 Schaden zu und ihr transformiert die zurück. Minus 6, ihr kriegt ein Emblem, was besagt, Kreaturen, die ihr kontrolliert, kriegen Eile. Und tappen, diese Kreatur fügt Schaden an eine Kreatur am Spieler zu in Höhe ihrer Stärke. Saugeiles Teil. Sau cooler Planeswalker. Ich finde die ganze Box, die From the Vault Box, ist richtig gelungen. Richtig gelungen. Das ist, glaube ich, auch die letzte, die je rausgekommen ist. Aber die ist richtig gut. Und dann haben wir Bloodline Keeper, der hier oben leicht angeschlagen ist. Leider. Naja. Bloodline Keeper. 4 Mana, 3-3 fliegen, tappen. Ihr kriegt einen 2-2 Vampir-Token mit fliegend. Und für ein schwarzes könnt ihr den transformieren. Das könnt ihr nur machen, wenn ihr 5 oder mehr Vampire habt. Wenn ihr den transformiert, kriegen alle anderen Vampire +2/+2. Und ihr könnt ihn tappen, um immer noch einen Kreaturen-Vampir mit Flying. Ich dachte mal, es wären 2. Ne, ihr kriegt immer noch einen Vampir-Token mit fliegend. Und derselbe kann fliegen. Aber ihr gebt dann halt allen ++. Ja. Das war From the Vault Transform. Sau, sau cooles Produkt. Ich wünsche mir die From the Vault Produkte zurück. Ich gucke mal, ob ich noch weitere finde. Ein paar davon sind so teuer, die werde ich wahrscheinlich nie sehen, weil ich die einfach nicht bezahlen kann. Wenn ihr die natürlich irgendwie sponsern wollt, gar keine Frage, mache ich gerne. Aber ansonsten kommt man da halt echt leider nicht dran. Dementsprechend müssen wir wohl mit den Spellbooks vorlieb nehmen. Da kommt ja, beziehungsweise ist schon draußen, schon länger, das Spellbook Chandra. Das dürfte demnächst jetzt auch mal kommen, wenn ich da endlich mit dran komme. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexate.
Ciao, ciao.